Party, bunte Vielfalt, das ist das Stadtfest hier in Schöneberg. Doch in diesem Jahr fällt alles aus. Danke, Corona. Und damit fällt leider auch unser Stand auf dem Stadtfest aus. Dann müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Lass uns doch mal schauen, was hier auf dem Pflaster rund um den Neulendorfplatz so los ist. Genau. Lass uns losziehen und sehen, was der queere Kiez uns zu bieten hat. Sven, was verbindest du denn persönlich mit dem Stadtfest? Für mich ist das Stadtfest ein großes, sichtbares Zeichen hier in Berlin und auch für Europa. Es kommen viele Menschen zusammen und es ist ein großes Fest der Toleranz und der Vielfalt. Wusstest du eigentlich, dass das Stadtfest eigentlich auf eine Initiative von schwulen Wirten aus dem Kiez zurückgeht? Okay. Und schon damals war es ein Zeichen gegen die Queerfeindlichkeit. Coole Sache. Und Bastian Finke von Maneo war auch noch involviert. Ah, super. Den treffen wir doch heute auch, oder? Ganz genau. Aber jetzt gehen wir erstmal zu den Wirten. So, jetzt stehen wir hier vor der Scheune zusammen mit Silvio Jaskulke und Dieter Schneider. Silvio Jaskulke ist der Inhaber der Scheune und Dieter Schneider ist vom lesbisch-schwulen Stadtfest Regenbogenfonds e.V. Sagen Sie doch mal, wie ist die Situation beim Stadtfest? Wie ist die Stimmung? Wie geht es Ihnen finanziell? Wie geht es nächstes Jahr weiter? Oh, das sind viele Fragen. Ich versuche mal, mich irgendwie kurz zu fassen. Die Stimmung geht, muss ich sagen. Die Situation ist katastrophal. Gar keine Frage. Als Veranstalter geht es uns wie allen anderen Veranstaltern in Berlin und Deutschland. Keine Einnahmen. Für das Stadtfest heißt das, wenn das Stadtfest stattfindet, jährlich, wird natürlich Geld erwirtschaftet. Das Geld, was erwirtschaftet wird, der Überschuss, der geht zurück an die Community. Also das Stadtfest behält eigentlich nichts, die Verwaltung, sondern nur so viel, dass es eigentlich reicht bis zum Frühjahr des darauffolgenden Jahres. Und dann rechnet man mit den Einnahmen des neuen Stadtfestes, also ab April. Und somit heißt das für uns, wir hatten quasi Mittel bis März. Wir haben Juni, die Mittel sind aufgebraucht. Wir stehen eigentlich jetzt mit leeren Händen da. Wir konnten Gott sei Dank die Mittel in Anspruch nehmen, die Zuschüsse, die es gab. Wie es jetzt weitergehen wird, müssen wir sehen. Wir sind zurzeit in Verhandlungen mit unserer Hausbank, dass wir hoffentlich einen Kredit bekommen, sodass wir die Zeit bis zum Frühjahr nächsten Jahres überbrücken können. Das dazu. Silvio, du bist auch einer der Ersten, der dabei war zur Planung des Stadtfestes. Wie ist die Situation bei den Wirten? Wie ist die Stimmung? Ja, bei den Wirten ist es nicht so prickelnd. Also wir versuchen halt aus dem bisschen Zeit, was wir haben zum Aufmachen, ein bisschen was draus zu machen. Aber es sieht schlecht aus. Alle Wirte jammern, aber die haben wirklich kein Geld. Und wir versuchen jetzt irgendwie vom Senat nochmal extra ein bisschen Kohle ranzukriegen. Und ich habe zum Beispiel Gott sei Dank einen guten Vermieter, der ein bisschen die Füße stillhält. Und wir werden sehen, wie es weitergeht. Also es sieht schlecht aus. Denn die Scheune ist ja schon eine Institution im Kiez. Wie lange seid ihr schon hier? Wir hatten am 4.5. 25 Jahre. Wow, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe, ihr macht das weiter so. Mögt ihr mir auch noch ein bisschen was von der Gründungsgeschichte des Stadtfestes erzählen? Wie ist das damals entstanden? Warum? Okay. Wer hatte die Idee? Die Idee hatten mehrere Personen. Angeregt wurde es meiner Meinung nach, also damals war ich noch nicht im Stadtfest, ich bin erst seit, in Anführungszeichen, 20 Jahren dabei. es gab ja damals den ersten Gleichstellungsbeauftragten bei der Berliner Polizei, Heinz Uth. Und der Kiez, wie er sich damals entwickelt hat, vor fast 30 Jahren ja nun, war natürlich nicht so einfach, wie es heute ist, einfach in Anführungszeichen. Das heißt, die Anwohner mussten sich mit der Ansiedlung der schwulen Kneipen, es waren hauptsächlich schwule Kneipen, auseinandersetzen. Es gab tatsächlich auch Übergriffe, muss man so sagen. Man war nicht wirklich tolerant. Und daraufhin ist die Idee von Heinz Uth entstanden, zusammen mit Bastian Finke und den Wirten hier im Kiez, ein kleines Straßenfest zu machen, um die Anwohner und die Wirte und das Publikum hier einfach zusammenzuführen und zu sagen, lernt euch mal kennen, guckt, wie das läuft,
wir sind eigentlich alle ganz normale Menschen, wir tun keinem was. Und das war quasi 1993 das erste Fest. Meines Wissens war es nur am Anfang der Motzstraße, also Nollendorfplatz bis etwa Eisenach. Das erste war von hier bis da, also von der Ecke zu der Ecke. Gut, danke. Ja. Und das war schon recht besucht, gut besucht. Und danach ist das Ding quasi, ich sag mal, aus den Fugen geraten. Ihr ging gerade auf die schwierige Situation damals im Kiez ein. Wie ist die Stimmung heute so mit Übergriffe gegen queere Personen? Also nicht mehr so schlimm. Also wir sind halt da, ne? Und so ein paar Kleinigkeiten wird es immer geben. Dafür gibt es aber schwule Überfalltelefon. Und im Großen und Ganzen haben sie jetzt mitgekriegt, dass wir hier existieren, alle, die hier wohnen. Und wir machen halt das Stadtfest, so wie es sich gehört. Und Berlin wirbt damit, mit dem größten und schönsten Stadtfest. Ne? Und dann machen wir halt weiter, wenn wir können. Da sehe ich gerade Burkhard Bornemann auf uns zukommen, der nicht nur wegen seiner beiden Möpse im Kiez bekannt ist wie ein bunter Hund. Burkhard Bornemann ist Pfarrer der 12 Apostelkirchengemeinde. Lieber Herr Bornemann, was sagen Sie zur Stimmung im Kiez? Ja, ich bin eigentlich erstaunt, wie gut immer noch die Stimmung vom Gefühl her ist. Also wenn ich abends das brauche, nochmal eben auch ein bisschen aufzutanken und gute Stimmung zu erleben, dann gehe ich in die Motzstraße. Da ist es gut. Obwohl ich weiß, wie hart die Situation für alle hier ist, da will ich nicht drum herum reden. Aber die Menschen sind freundlich zueinander, gut drauf. In dem finde ich es prima. Und was bedeuten die Einschränkungen, die aktuellen durch Corona, für die Aktivitäten der 12 Apostelkirchengemeinde? So was kann dieses Jahr nicht stattfinden, was Sie sonst gerne in der Gemeinde begrüßen? Na, in 12 Apostel findet ja der Gottesdienst zum Beginn des Stadtfestes von der Rogate-Initiative über viele Jahre schon ein sehr prominent besetzter Gottesdienst immer statt. Kein Stadtfest, kein Gottesdienst. Und eben auch noch ruht das Gemeindeleben überwiegend. Die Männerminne kann nicht proben bei uns. Da fehlt schon ganz, ganz viel. Ich habe gehört, dass Sie in Ihrer Kirche sogar ein Fetischfestival zu Gast hatten. Ja, auch das haben wir die letzten Jahre gehabt. Im September Classic Meets Fetisch muss dieses Jahr auch pausieren. Haben sich für nächstes Jahr zweimal angemeldet. Hoffen wir mal. So, gibt es ein letztes Statement, was Sie mir noch auf den Weg geben wollen? Ja, also ganz dringend Appell an den Senat. Die Wirte brauchen dringend Geld, damit der Kiez Kiez bleibt. Wollen wir mit Burkhard Bornemann noch an der 12 Apostelkirche auf Pflaster sprühen. Mann, das klingt echt nicht gut bei den Machern des Stadtfestes, oder? Das stimmt. So viel fällt aus in diesem Jahr und ist nicht möglich. Und es kommt ja noch einiges dazu. Der eigentliche CSD findet nicht statt, das Parkfest in Friedrichshain und auch die Respect Games fallen aus. Die Respect Games werden ja vom LSVD veranstaltet. Die haben auch teilweise das Regenbogenfamilienfest in Schöneberg gemacht, findet aber auch nicht jedes Jahr statt. Alles fällt aus. Aber apropos LSVD, was machen die denn sonst noch so? Lass uns mal gucken gehen. Okay. Da sind Christine und Jörg vom LSVD. Hallo. Hallo. Hi. Schön, dass wir euch hier treffen und euer Kampagnenplakat hängt auch hier. Mögt ihr ein bisschen erzählen, was es damit auf sich hat? Sehr gern. Ich glaube, Christine und ich wechseln erstmal die Plätze, damit wir ein bisschen das Plakat auch zeigen können. Ne? Genau. Ja, wir haben hier die Kampagne Liebe ist frei, keine Heirat aus Zwang. Wir haben immer noch, auch im 21. Jahrhundert, Klientinnen und Klienten, die zwangsverheiratet werden sollen von ihren Familien, die fliehen müssen und die brauchen eine Zufluchtswohnung. Und wir haben zusammen mit der Arbeiterwohlfahrt so eine Zufluchtswohnung etabliert und die Menschen können sich an unser Zentrum für Migranten, Lesben und Schwule wenden und wir sagen dann, ja, ihr seid bei uns richtig oder eine andere Einrichtung ist besser für euch. Und dann gibt es eben noch ein zweites Plakat, denn es gibt nicht immer die extreme Zuspitzung wie Zwangsverheiratung, das sind schon sehr krasse Fälle, sondern die allgemeine Gewalt.
Wortwahl, die Pöbeleien im öffentlichen Raum. Und die Kampagne heißt Reden ist Gold oder das Motto dieses Kampagnenteils. Ja, und wir haben immer noch sehr viel mit Hasskriminalität im Stadtbild zu tun. Und wir wollen, dass die Menschen das anzeigen, dass sie eben nicht die eigenen Gewalterfahrungen bagatellisieren. Sehr schön, wunderbar. Und ich sehe, du hast auch passend auf deinem T-Shirt eine andere Aktion, die ihr jährlich durchführt. Ein großes Event, die Respect Games. Genau. Haben sie in diesem Jahr stattgefunden? Bisher noch nicht. Corona-bedingt haben wir die Respect Games jetzt auf den September geschoben. Normalerweise finden diese ja im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark statt. Dieses Jahr haben wir ein neues Konzept erarbeitet. Es wird etwas dezentral sein. Es wird an verschiedenen Standpunkten in Berlin werden Vereine oder individuelle Menschen ihre Sportarten vorstellen und können das dann per Livestream, wird das dann halt alles eingespielt. Man kann den Menschen folgen, man kann Sportarten kennenlernen und man kann sich halt auch vernetzen. 26. September ist das Datum. Über unsere sozialen Kanäle und über die Homepage werden wir auch immer informieren, sodass sich viele Menschen hoffentlich beteiligen werden. Dann sag doch mal ganz kurz eure Homepage. Wo kann man es finden? www.berlin.lsvd.de. Eine gute und wichtige Kampagne vom LSVD. Aber wie fühlt sich das wohl für Menschen an, für Transpersonen, die hier im Kiez leben? Lass uns mit Vanessa reden. Die ist hier immer unterwegs. Dann geht's los. Neben mir steht jetzt Vanessa. Transfrau und Travestiekünstlerin. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Danke. Wir haben gerade gesprüht. Liebe tut der Seele gut. Kannst du den Spruch unterschreiben? Den kann ich natürlich unterschreiben. Liebe. Entweder man ist so glücklich, hat eine Partnerschaft oder eben auch innerhalb von Freundschaften kann man Liebe total gut leben und ausdrücken. Du lebst hier im Neulendorf-Kiez. Was ist der Kiez für dich? Ja, ich wohne hier. Das ist ein Stück zu Hause natürlich. Und ich fühle mich hier wohl. Ich fühle mich hier ziemlich sicher. Es leben hier sehr viele schwule Lesben, Transfrauen, Transmänner, aber auch viele Heteros. Und das ist eine ganz tolle Mischung. Gab es denn schon mal Anfeindungen? Gab es schon mal schlechte Erfahrungen, die du gemacht hast? Wurdest du schon mal angepöbelt, diskriminiert? Also ich habe jetzt noch nichts sehr Schlimmes erlebt, aber es gab schon herablassende Kommentare oder auch manchmal Gelächter. Also so richtig schlimm angegriffen, verbal wurde ich noch nicht, zum Glück. Aber ich habe auch positive Erlebnisse immer mal wieder. Zum Beispiel Menschen, die mich auf der Straße anlächeln. Manchmal auch Männer, die mich anlächeln. Und das kann ein Zuspruch sein oder auch ein Flirt. Das ist dann mir überlassen. Aber ich merke eben auch positive Resonanz. Vanessa, du bist hier als Transfrau unterwegs im Kiez. Du lebst hier. Gibt es etwas, das du uns mit auf den Weg geben möchtest, wo du sagst, da ist es nochmal ganz wichtig, vielleicht politisch, gesellschaftlich, für die Rechte von Transpersonen? Ja, da gibt es ja etwas, und zwar geht es um das Transsexuellengesetz, was schon sehr veraltet ist. Ich weiß jetzt nicht genau, wie alt es ist, ich glaube 30, 40 Jahre, und das sollte durch ein neues Gesetz ersetzt werden. Durch ein Gesetz, was mehr Selbstbestimmung einfach enthält. Es geht um die Namensänderung bei Transfrauen und Transmännern, weil natürlich, wenn wir uns als das andere Geschlecht fühlen und auch so leben, möchten wir diese Änderung auch im Personalausweis. Das ist so die größte Veränderung, um die es geht in diesem Gesetz. Und es erschwert das Leben extrem, wenn der Name, also noch der alte Name vom alten Geschlecht im Personalausweis drinsteht, obwohl man eigentlich im gegensätzlichen Geschlecht schon im Alltag lebt.
Vanessa, vielen Dank für deine offenen und ehrlichen Worte. Ich hoffe, dass sich beim transsexuellen Gesetz was verändert. Ich würde sofort zustimmen. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag und schön, dass du hier dabei warst. Und ja, danke. Mach's gut. Vielen Dank auch. Homo- und Transphobie ist nicht nur ein gesellschaftliches Problem, sondern ich glaube, es kann auch ganz schön schwierig in der Arbeitswelt werden. Und deshalb treffen wir zwei ArbeitgeberInnen, die sich Diversität nicht nur auf die Fahnen schreiben, sondern auch als Unternehmenskultur erhoben haben. Einer davon ist übrigens unser eigener. Dann los zum Stromkasten. Das ist ein ganz wunderbares Sprühergebnis hier von Frau Dr. Schwarzbach von der GASAG und Superintendent Radatz vom Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg. Lieber Herr Radatz, Sie stehen hier auch vom Idaho besprühten Stromkasten. Was verbindet Sie mit diesem Stromkasten? Als ich vor 4 Jahren als Superintendent hier anfing, war mein erster Arbeitstag zusammen mit der Bürgermeisterin und dem Chef der Berliner Stromnetzwerke. Und wir haben einen Kasten besprüht in Regenbogenfarben. Und da habe ich gedacht, hier bist du richtig. Und dieser Kasten, der sieht immer noch sehr schön aus. Muss man da was für die Pflege tun? Ja, ich habe eine Patenschaft für 3 Kästen mittlerweile hier im Bezirk. Und ich radel da immer vorbei und schaue, ob sie noch gut aussehen. Aber vor allen Dingen, ob Menschen da Sprüche rangesprüht haben, die dann der Künstler wieder übersprühen wird und fein wieder den Regenbogen leuchten lässt. Das klingt sehr gut. Liebe Frau Dr. Schwarzbach, wie steht es denn um die GASA und Diversity? Mögen Sie uns dazu etwas erzählen? Ja, sehr gerne. Zunächst erstmal freue ich mich, dass ich heute hier an der Aktion teilnehmen kann, weil mein Pflaster habe ich sprühen dürfen. Das freut mich sehr, weil wir ab nächstem Jahr auch wieder in Schöneberg präsent sein werden. Wir werden unseren Hauptsitz hierher verlegen. Insofern passt es sehr gut. Ich bin verantwortlich unter anderem auch für das Thema Diversity in der GASAG-Gruppe. Wir machen da einiges zum Thema, das heißt, wir sind in den unterschiedlichsten Feldern unterwegs. Wir haben ein Frauennetzwerk gegründet. Wir haben auch Aktivitäten immer wieder nach intern in der Kommunikation, aber auch nach extern zu den Themen auch von queeren Themen hier, also auch passend zu dem Idaho-Hot. Wir versuchen ein bisschen Spaß und Freude an dem Thema auch zu vermitteln. Das heißt, wir haben zum Beispiel eben am Tag, an dem Idaho-Tag, haben wir auch immer einen Regenbogenkuchen in der Kantine angeschnitten. Und das haben wir dieses Jahr leider nicht machen können, aber das ist sehr gut angekommen bei den Mitarbeitern. So haben alle eben auch einen positiven Effekt davon, dass wir diese Tage mit feiern. Können Sie weitere Beispiele nennen, wie Sie das Thema Diversity bei sich im Unternehmen pflegen? Ja, zum einen haben wir die Charta der Vielfalt unterzeichnet. Das ist ja die Charta der Unternehmen, die sich auch dem Thema Diversity verpflichtet fühlen. Wir haben im Intranet eine Rubrik Mein Fest, Dein Fest, Unser Fest. Das heißt, wir machen eben auch auf christliche, aber natürlich auch muslimische Feiertage aufmerksam und erklären ein bisschen auch, was ist das für ein Fest, was die Menschen gerade feiern, oder jüdische Feiertage. Also das ist das ganze Spektrum querbeet, um die Menschen auch ein bisschen aufzuklären und auch teilhaben zu lassen an den Feierlichkeiten, die die anderen haben. Wunderbar. Lieber Herr Radatz, bei Kirche denkt man nicht in erster Linie an Diversity. Wie geht es queeren Mitarbeitenden bei Ihnen in der evangelischen Kirche? Also einer der Gründungsgeschichten überhaupt von uns frommen Suchern ist ja der Regenbogen. Und als Noah mit allen Tieren aus der Arche kam, war klar, jeglicher Aggregatzustand, den wir hier auf der Erde haben, ist Gott gewollt. Das heißt, bei uns, wenn bei uns Einstellungen vorgenommen werden, wenn Personal entwickelt wird, muss immer deutlich sein, dass unser Gesamtteam, und das bezieht sich ja auf 70.000 evangelische Christen in Tempelhof-Schöneberg, so vielfältig wie möglich ist. Und um nochmal was ganz Regenbogenhaftes zu sagen, wir sind sehr stolz, dass wir vor den staatlichen Institutionen die Ehe für alle möglich gemacht haben und viele küssende, glückliche Paare in so wie sie sind, vor unsere Altäre getreten sind. Wie gut die Polizei
als Arbeitgeberin ist für queere Menschen? Keine Ahnung, aber es gibt auf alle Fälle dort Ansprechpersonen für Schwule, Lesben, Bisexuelle sowie trans- und intergeschlechtliche Menschen. Wow. Die das nutzen, weiß ich nicht, oder gehen die lieber zu Maneo? Finden wir heraus. Auf alle Fälle. Schön, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Und stellt euch mal kurz vor. Anne Griesbach von der Polizei, Sebastian Stipp von der Polizei und Bastian Finke von Maneo. Herzlich willkommen. Und wir sind heute im Kiez unterwegs und wir sind mitten in Schöneberg. Und es ist schön, euch zu treffen. Und die erste Frage an euch und ist letztendlich, seit wann gibt es eure Stelle bei der Polizei? Und was ist eure Aufgabe? Ja, unsere Stelle gibt es jetzt schon seit 1992. Das ist schon eine ganze Weile her. Das eine Ansprechperson für LSBTI, damals noch Ansprechperson für gleichgeschlechtliche Lebensweisen genannt, bei der Polizei installiert worden ist. Und es ist einfach aus einer Straftat heraus entstanden, aus Straftaten. Es gab nämlich eine große Raubserie im Preußenpark, der befindet sich in Wilmersdorf, in einem Cruising-Gebiet, also dort, wo sich homosexuelle Männer treffen. Da gab es eine Raubserie, die wurden gezielt Opfer von Straftaten. Und dann hat der Kommissariatsleiter erkannt, da ist überhaupt kein Vertrauen in der homosexuellen Community. Also es kommt keiner zur Polizei. Niemand, auch wenn er Opfer einer Straftat geworden ist, möchte mit der Polizei in Kontakt treten. Ja, und das war ein Grund, diese Idee vorzustellen, beim damaligen Polizeipräsidenten vorzustellen. Und so wurde 1992 die erste Stelle gegründet. Ja, und jetzt haben wir 2020 und es gibt es jetzt schon eine ganze Weile. Ist das Mottstraßenfest bzw. das lesbisch-schwule Straßenfest nicht auch genau in der gleichen Zeit entstanden oder vertue ich mich da jetzt? Ja, so in etwa. Es hat noch ein bisschen gedauert. Wir hatten ja unsere Arbeit 1990 schon begonnen und vorausgegangen waren da auch schon viele Gespräche mit der Polizei. Aber damals hatte die Polizei noch keine Ansprechpartner und hat uns faktisch die Sitte ins Haus geschickt. Das war unsere Ansprechperson, die damals gekommen ist. Und das zeigt so in etwa, wie damals auch das Verhältnis war. Es war sehr angespannt, Polizei war überhaupt nicht Freund und Helfer und das haben wir eben versucht dann auch zu thematisieren und zu verändern. Und da sind eben Heinz Uth und ich am Anfang sehr intensiv im Gespräch gewesen, was kann man alles tun. Und natürlich war die Stimmung damals auch nicht besonders gut, weil es gab immer wieder Übergriffe, die parallel stattgefunden haben, die aber auch von der Polizei als solche nicht gleich bearbeitet wurden. Deshalb stand einfach auch die Schwierigkeit im Raum, diese Vorbehalte zu überwinden. Und also mussten wir Initiativen gründen, Aktionen gründen und so entstand dann beispielsweise das lesbisch-schwule Straßenfest als eine Idee, gemeinsam sicher leben, das war die Unterschrift damals unter dem ersten lesbisch-schwulen Straßenfest, das Bemühen, Menschen zu sammeln, in ein Netzwerk zu überführen, um mehr miteinander zu kommunizieren. Wunderbar. Und wie ist es heute in diesem Jahr 2020, zu Zeiten von Corona? In diesem Jahr fällt das Stadtfest leider aus. Aber wie ist denn die Situation jetzt hier vielleicht im Kiez rund um den Neulendorfplatz, aber auch in Gesamt-Berlin? Wie ist die Situation da? Hat es sich verbessert oder wie sieht es aus mit den Straftaten oder wie ist die Situation hier auf dem Pflaster? Ja, also wir blicken mittlerweile auf 28 Jahre Arbeit zurück, Ansprechperson für LSBTI. Wir als Polizei können jetzt mittlerweile sagen, es gibt ein ganzes Netzwerk an Ansprechpersonen in der Polizei. Es gibt Multiplikatorinnen und Multiplikatoren auf fast jedem Abschnitt dieser Stadt, in jeder Einheit dieser Stadt. Und auch die Fallzahlen machen deutlich, dass die Leute zu uns kommen, dass sie uns mittlerweile mehr vertrauen. Wir haben in 2019 die höchste jemals gemessene Fallzahl registriert, die es in diesen 28 Jahren gab. Und das bedeutet einerseits, ja, das Vertrauen ist ein Stück weit besser geworden, was nicht heißt, dass wir da nicht noch eine Menge vor uns haben. Auf der anderen Seite glauben wir aber auch, konnten wir die eigenen KollegInnen sensibilisieren, sodass die Straftaten auch als solche erkannt und erfasst werden. Eine ganz konkrete Frage, wenn mir etwas passieren sollte, hier im Kiez oder sonst auf der Straße, wenn ich angegriffen werde, wenn ich bepöbelt werde, diskriminiert werde oder so körperlich angegriffen werde, was tue ich dann in der Situation? An wen wende ich mich? Also in Notsituationen sagen wir immer 110 wählen, warten, bis die Polizei vor Ort ist. Auch Zeugen oder Unbeteiligte sollten auf die Situation aufmerksam werden, sollten wirklich geistesgegenwärtig die 110 wählen, sodass wir möglichst schnell helfen können.
sollte sich eine Straftat bereits ereignet haben und man hadert mit sich, Anzeige zu erstatten, zur Polizei zu gehen, haben wir ein Beratungstelefon. Man kann aber natürlich auch mit Maneo Kontakt aufnehmen zum Beispiel. Wir versuchen uns da so ein Stück weit zu ergänzen. Natürlich sind wir nicht in sozialpädagogischer Art und Weise geschult. Wir sind auch PolizistInnen. Das bedeutet, wir können so ein bisschen vorgeben oder voraufzeigen, wo geht die Reise hin. Wir können sagen, es gibt eine Spezialabteilung beim LKA 5, dem Staatsschutz, die sich ausschließlich mit homo- und transphoben Delikten beschäftigt. Und wenn wir aber feststellen, da besteht auch ein Schock, eine Traumatisierung, dann vermitteln wir natürlich weiter. Vielen Dank. Schön, dass ihr hier wart, dass ihr uns Auskunft gegeben habt. Und ja, wir schauen mal, wie wir durch diese Pride Week jetzt kommen, ohne Stadtfest, ohne den eigentlichen CSD. Im nächsten Jahr, denke ich mal, sehen wir uns dann wieder richtig vor Ort und feiern gemeinsam und demonstrieren gemeinsam. Herzlichen Dank. Ich denke, der Kiez wird auch ein ganz schön hartes Pflaster sein. Auf alle Fälle. Fluch und Segen zugleich. Aber was können wir dagegen tun? Lass uns doch mal mit den BürgermeisterInnen und ihren Nachtlichtern sprechen. BürgermeisterInnen? Hat Tempelhof-Schöneberg mehrere BürgermeisterInnen? Lass dich überraschen. Okay. So, ich stehe hier im Kiez mit Bezirksbürgermeisterin Angelika Schöttler, dem Nachtbürgermeister Niklas Wutz und den Nachtlichtern Vincent Klaviter und Abu Alasin Mohammed. Schön, dass ihr uns hier alle trefft. Zunächst mal, Frau Schöttler, können Sie die Idee dahinter erklären? Was ist das hier eigentlich? Na, wir stehen hier mitten im queeren Kiez und es soll hier eine schöne Atmosphäre herrschen für die, die hier in den Kneipen den Abend verbringen wollen, aber eben auch für die Anwohnenden und für die vielen Touristen, die hierher kommen. Und das alles unter einen Hut zu bringen, ist manchmal nicht ganz so einfach. Und deswegen haben wir gesagt, wir brauchen Hilfe, wir brauchen jemand, der ein Konzept entwickelt und immer wieder fortentwickelt, Ansprechpartner ist für die Menschen, die hier wohnen, tagsüber. Und wir brauchen Ansprechpartner in der Nacht, die gucken, dass auf den Straßen alles schön für alle angenehm funktioniert. Und wie lange gibt es das Projekt hier schon? Das ist jetzt ganz, ganz neu. Wir wollten eigentlich Anfang des Jahres starten, dann kam Corona dazwischen. Im Prinzip machen wir jetzt den zweiten Start und freuen uns darauf sehr. Das klingt wunderbar. Dann gehe ich mal hier rüber. Was macht denn ein Nachtbürgermeister? Das möchte ich wissen. Team Nachtbürgermeister. Ich bin für den Infopunkt hier verantwortlich. Und ich bin jeden Abend 17 bis 20 Uhr als eigentlich Anlaufstelle für Touristen, die nach Berlin fahren oder Gäste abends in diesem Kiez. Und auch wenn Anwohnenden oder Geschäfte Anliegen haben, darf man vorbeikommen und wir könnten irgendwie uns das Anliegen besprechen. Und von unserer Seite aus, wir helfen anderen auch zu Selbsthilfen, okay, wenn das verständlich ist. Ne? Wir versuchen irgendwie eine Lösung zusammenzufinden. Das ist total verständlich. Vielen Dank. Und Nachtlichter, was ist Ihre Rolle? Hallo, wir sind Team Nachtlichter. Wir sind auch hier im Tiny House und wir sind unterwegs im Kiez. Wir sprechen Passanten. Wenn laute Musik vorkommt, dann sprechen wir die hoffentlich und freundlich auch an und meistens so reagieren kooperativ und freundlich also darauf. Und funktioniert fast immer. Und wenn Anwohner auch irgendeine Wünsche, Erwägung haben oder wenn laute Musik vorkommt, die uns Bescheid sagen, gesagt haben, dann sprechen wir auch die Leute an im Kiez oder hier im Bürgerplatz und naja, läuft fast immer ganz gut. Das klingt großartig. Ich gehe noch mal weiter. Ja. Vielleicht und eine besonders schöne Anekdote. Wo konnten Sie helfen? Was haben Sie gemacht? Was hat Sie berührt? Na, es gab letztes Mal das Ding, dass hier wollten welche, haben die Sparkasse gesucht, dann sprechen, weil auf unserer Jacken steht der Can I help you? Und dann haben die uns angesprochen, haben gefragt, wo ist denn die Sparkasse? Dann haben wir denen die Sparkasse erklärt auf Englisch. Da haben sie sich total gefreut, also sowas. Wir werden halt oft angesprochen, was wir hier machen, was wir tun, dass das, was wir hier machen, super ist. Also dass diese ganze Idee dahinter super ist, auch halt für die Anwohner, für die Barbesitzer, für die Leute, die hier tagtäglich verkehren. Und, ja.
das ist so. Also man kriegt sehr oft zu hören, dass super, also es kommt super an. Wie viele Sprachen sprechen Sie? Ich spreche drei Sprachen. Wow, drei Sprachen. Also Englisch, Französisch, ein bisschen auch Arabisch und Deutsch. Wow, cool. Ja. So Englisch, Französisch, Deutsch, okay. Lerne ein bisschen Finnisch und Arabisch auch. Also Arabisch als Muttersprache, Englisch und Deutsch und ein ganz bisschen Italienisch. Wow, das klingt gut. Ich gehe noch einmal zu Frau Schettler rüber. Liebe Frau Schettler, würden Sie sagen, bisher ist das ein Erfolg, wie das gestartet ist hier? Sie haben es ja gehört, es ist ein Erfolg. Wir können ganz viel managen und ich hoffe sehr, dass der Kiez zur Ruhe kommt und dass es für alle hier einen wunderschönen Tag und auch eine wunderschöne Nacht gibt. Wunderbar, dann hoffen wir das auch und verabschieden uns damit in die Nacht. Der Kiez ist ganz schön bunt. So bunt wie die Farben der Regenbogenflagge. Diese werden wir dieses Jahr zum ersten Mal hissen. Genau, auf dem Campus des Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg in der Götzstraße in Tempelhof. Vielen Dank allen, die heute mitgemacht haben. Dort beim Hissen der Regenbogenflagge sehen wir uns wieder. Allen hier heute auf dem Campus des Kirchenkreises Tempelhof-Schöneberg in der Götzstraße. Wir freuen uns total, dass wir dieses Jahr das erste Mal auf unserem Campus die Regenbogenfahne hissen werden. Und so schön es ist, dass wir heute das erste Mal hier die Regenbogenfahne bei uns auf dem Campus im Kirchenkreis hissen, trotzdem ein paar nachdenkliche Worte. Tim hat Angst. Tim, ich habe den Namen geändert, ist 17 Jahre alt und besucht die queere Jugendgruppe hier bei uns im Kirchenkreis. Er hat sich vor einem Jahr geoutet, der Freundeskreis und auch die Familien oder seine Familie gehen wunderbar mit dieser Situation um. Trotzdem hat Tim Angst. Warum? Im kommenden Jahr plant seine Schule eine Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz und nach Krakau. Die regierende Peace-Partei in Polen hat Homosexuelle als neues Feindbild ins Visier genommen. Knapp 100 Regionalparlamente, Kreistage, Magistrate haben sogenannte LGBTI-freie Zonen ausgerufen. Wer sich einliest und die Nachrichten betrachtet, wird in vielen Zeitungen und Medien Berichte finden, wie grausam queere Menschen in Polen oft diskriminiert, ja, man muss mittlerweile sogar sagen, verfolgt werden. Tim hat Angst, nach Polen zu fahren. Und wenn mich heute jemand fragt, warum wir diese Regenbogenfahne hier hissen, dann genau um Tim zu zeigen, dass er so angenommen ist, wie er ist. Hier in der Stadt wohnen sehr, sehr viele Menschen, die auf sehr viele verschiedene Weise lieben. Liebe tut der Seele gut und Frieden tut der Seele gut. Und unsere Sorge als Kirche, aber auch als Nachbarn in dieser Stadt ist es, dass Frieden in der Stadt herrscht und dass wir gut miteinander leben können. Und der Regenbogen, der, so erzählt es die Bibel, ist ein Zeichen, was Gott über die Erde gestellt hat, als Zeichen des Friedens. Und deshalb möchte ich darum bitten, dass diese Stadt im Frieden lebt und dass alle, die hier leben, mit Liebe und Frieden zusammenleben können.